Yeah, thank you very much, ladies and gentlemen. I start only with a few words in English, and I'm happy that Kwasi is understanding German to a larger extent, because I am prepared to speak English or German, and so the slides are also mixed. And I'm going to explain everything, but you can also read the slides more easily. That I use this one is just to be in time. You know, German professors, they can talk 1.5 hours without a comma, and then it's better to have my watch stop me at some point. So, I chose the title in English, and also the upper titles are in English. Aber ich werde ansonsten vor allen Dingen auf Deutsch vortragen. Ich habe mir vorgenommen, ganz kurz eine Bestandsaufnahme zu machen, die Sie jetzt schon zum Teil gehört haben, aber nochmal ein bisschen längerfristigen Vergleich. Und dann auf die Probleme einzugehen, die man mit der Staatsverschuldung eben hat. Und ja, was sozusagen die Optionen sind, auf die man hinausläuft. Hier sehen Sie die Entwicklung der Staatsschuldenquoten. Das sind immer Bruttoschulden in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also der jährlichen Wirtschaftsleistung, für die G7-Staaten plus die Schweiz. Nicht, weil ich hier bin, das habe ich jedes Mal auf dieser Folie, und nicht, weil ich die Schweiz so gerne habe, sondern einfach deswegen, weil die Schweiz ein wichtiger Finanzmarkt ist und im Hinblick auf die Staatsverschuldung durchaus eine untere Linie hergibt, sodass man mit Japan und der Schweiz die Umhüllenden der wesentlichen OECD-Länder hat, wenn wir also eigentliche Schwellenländer aus der OECD ausschalten. Und was man sieht, ist Japan mit 250% Schuldenquote, das ist das, was Gary eben sagte, die Schweiz deutlich darunter, auch in der Projektion für dieses Jahr und die folgenden Jahre weiter auf einem abnehmenden Trend, leicht abnehmenden Trend. Ein bisschen über der Schweiz Deutschland, das ja in Richtung 60% läuft, noch nicht ganz ist, wir sind im Moment bei 64%. Und auch im Moment nach dem gegenwärtigen Stand, solange die Schuldenbremse noch existiert, in Richtung 60% und darunter läuft. Und wir sehen die mit Ausnahme Japans und Deutschlands restlichen G7, also 5 der großen 7 Staaten, die ja etwa zwischen 140 und 100% liegen, mit dem Vereinigten Königreich bei etwa 100% im Jahr 2023 und Kanada auf diesem Niveau, wobei für das UK wird erwartet, dass es ein bisschen weiter nach oben geht, für Kanada wird erwartet, dass eine Konsolidierung stattfindet, aber die ist auch nicht gravierend. Also man muss schon sehen, dass wir uns hier in so einem Korridor befinden, der deutlich bei 100% liegt. Für Frankreich dürften die Zahlen zu optimistisch sein. Für die USA ist jetzt nicht bis 2050, sondern nur bis 2030 oder 2029 ausgewiesen. Aber die USA laufen in Richtung einer Schuldenquote, wie sie Italien hat. Und bei Italien ist keine Konsolidierung in Sicht. In Frankreich auch nicht. Das ist ganz klar. Also für Italien darf man schon feststellen, dass es in den 90er Jahren einen gewissen Konsolidierungspfad gegeben hat, wenn auch keinen gravierenden. Aber für Frankreich ist die Bereitschaft, die bisherige Bereitschaft, ernsthaft zu konsolidieren, eigentlich nicht erkennbar. Das muss man seit den 1970er Jahren feststellen. Das hier ist in der Reihe kleinerer EU-Länder, so ein bisschen durcheinander sieht das aus, aber das ist auch immer ein bisschen durcheinander, weil man einfach unterschiedliche, ganz unterschiedliche Entwicklungen hat. Man sieht beispielsweise Irland, Magentafarben, also ganz schön deutlich wird hier für Irland, wie es in der Finanzkrise nach oben gegangen ist und wie schnell Irland konsolidiert hat. Man muss natürlich wissen, dass Irland verzerrte Zahlen des Bruttoinlandsproduktes hat. Bei gerade im Bruttoinlandsprodukt macht sich die Gewinnverlagerung, das Profit-Shifting der großen Multinationals besonders bemerkbar. Deswegen sind die noch interessanteren Fälle die Niederlande hier in grün oder Belgien beispielsweise. Ja, warum greife ich Belgien heraus? Nun, weil Belgien hier bis nach dem Eintritt in die Europäische Währungsunion bis zum Vorabend der Finanzkrise eine nennenswerte Konsolidierung realisiert hat. Und zwar von 137% Schuldenquote auf 89% Schuldenquote, also fast 50 Prozentpunkte, was wirklich gewaltig ist. Wie hat Belgien das geschafft? Erstens, Belgien ist eine kleine offene Volkswirtschaft, die stark durch das Wachstum getrieben war und profitiert hat, das in dieser Zeit stattgefunden hat. Mit anderen Worten, viele Länder drumherum
andere in der OECD haben belgische Produkte nachgefragt und dementsprechend ging das Bruttoinlandsprodukt nach oben. Bruttoinlandsprodukt und Steuereinnahmen sind sehr eng korreliert, also stiegen die Steuereinnahmen. Und in der gleichen Zeit hatte Belgien weniger häufig eine Regierung und das hat dafür gesorgt, dass die Ausgaben nicht nach oben gingen. Ja? Also mit anderen Worten, man hat in vielen Jahren, Jahr für Jahr, mit Zwölfteln des Vorjahres arbeiten müssen. Das sind nominale Zwölftel. Das heißt also, da konnte man eigentlich nur mit dem Budget arbeiten, das man im Vorjahr hatte, und das blieb dann relativ gleich. Ja? Ich will nicht sagen, dass das eine Lösung der Probleme ist, aber es ist schon so, dass in dem Fall die Abwesenheit einer Regierung sich günstig ausgewirkt hat. In der Situation, in der man zu hoch verschuldet ist und die Ausgaben eine bestimmte Dynamik haben, braucht man die Regierung, um zu konsolidieren. Also in der jetzigen Phase, in der wir im Moment sind, kommen wir ohne Regierungen mit Konsolidierungswillen nicht aus. Das sind Defizite. Die Defizite sind eigentlich nicht ganz so interessant wie die Schuldenstandsentwicklungen, weil man im Schuldenstand wirklich auch so die geronnene Finanzpolitik über verschiedene Jahre sieht. Ja? Und es sind auch nur ausgewählte Länder, die Sie hier sehen. Die Schweiz, wie immer, mit der günstigsten Entwicklung, aber beispielsweise die Niederlande oder Schweden eben auch mit einer relativ günstigen Entwicklung. Das ist eine noch schlimmere Grafik, weil das sieht ja richtig nach Spaghetti Bowl aus. Ja? Also irgendwie bewegt sich da wenig. Aber ich wollte an der Stelle darauf hinweisen, wie sich die Staatsschuldenquoten bei ausgewählten Ländern entwickeln, nämlich über die Zeit sehr, sehr schwach. Man hat eher den Eindruck, dass hier die Variation im Querschnitt, also über die Länder hinweg, stattfindet. Es gibt also Staaten wie die Nordischen, die eine hohe Staatsquote haben, oder Frankreich, das auch eine hohe Staatsquote hat. Aber beides sagt dann noch nichts explizit darüber aus, ob das nun eher günstig wirkt oder eher ungünstig wirkt. Ja, in Frankreich ist dieser hohe Staatssektor sehr ineffizient und hat deswegen negative Auswirkungen auf vieles. Während die nordischen Staaten mit einem effizienteren System zurechtkommen, insbesondere Dänemark und Norwegen im Vergleich zu Schweden und deswegen auch noch relativ gut dastehen. Ja. Der wirklich ansteigende Trend zeigt sich in China, aber das ist dann sowieso ein bisschen verzerrt, weil in China der Staatseinfluss unzureichend gemessen wird. Deutschland ist etwa in der Mitte, wir bewegen uns typischerweise zwischen 43% und 48% außerhalb von Krisen. Ja, das ist so die Bewegung, die man dort sieht. Die Schweiz ist niedriger. Inflationsraten zur Bestandsaufnahme. Hier sieht man klar, wie in der Covid-Krise die Inflationsraten alle nach oben gegangen sind. Die EU war am Ende höher als die USA es waren, aber die USA waren auf dem Weg dahin einige Jahre mit einer höheren Inflationsrate ausgestattet. Das sieht man, hier ist diese Kurve ganz links, die durchgehend höher liegt, außer nachher in der Spitze. In der Spitze ist die Inflationsentwicklung in der EU am ungünstigsten. Das sind immer Monatszahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und wenn wir jetzt aktuell schauen, wo wir uns da befinden, in Deutschland im Jahr 23 mit 6%, in den Vereinigten Staaten schon nur mit 4%. Also die Entwicklung in den USA greift sozusagen der europäischen vor. Ich nehme Deutschland heraus, weil man hier sehr schön die Wirkung der Schuldenbremse schon mit den Rohzahlen sieht. Das sind die Staatsschuldenquoten für die Bundesrepublik in zweierlei Abgrenzung, einmal finanzstatistisch, einmal volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Hier greift die Schuldenbremse ein und es geht massiv runter von 82,3% Schuldenquote auf etwa 59% Schuldenquote am Vorabend von Covid. Und jetzt sieht man den Anstieg von Covid und dann aber auch nochmal die Korrektur nach unten. Ja? Und es ist eine deutlich weniger ungünstige Entwicklung als in anderen OECD-Ländern, was die Staatsschuldenquote anbetrifft. Wie hat Deutschland das konsolidiert? Wir hatten ja eine Regierung, und zwar eine, die 16 Jahre im Amt war. Nun, die Konsolidierung war schmerzfrei. Das sieht man hier rechts. Das ist die Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben, jeweils für den Gesamtstaat und des Bruttoinlandsproduktes. Und da sieht man diese enge Korrelation zwischen Einnahmenentwicklung und Bruttoinlandsprodukt. Ja, die Einnahmen sind gesprudelt. Das war also ein Erfolg dieser Entwicklung. Der zweite Erfolg der Entwicklung, der aber nicht vernachlässigt werden darf, oder der zweite Teil dieses Erfolges, ist der Rückgang in den Zinsausgaben. Ja?
Die Zinsausgaben Deutschlands sind nennenswert runtergegangen. Als wir im Jahr, wenn Sie das Jahr 2006 oder 2007 nehmen, sind die Zinsausgaben des Bundes alleine etwa bei 40 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 waren sie noch bei 4 Milliarden Euro. Ja, das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Ich habe sie nicht mitgenommen. Sodass man sehr schön sieht, wie über die Zinsausgaben die Konsolidierung stattgefunden hat. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sei eine Austeritätsphase gewesen, weil man ja diese Entwicklung bei den Ausgaben durchaus hat und deswegen auch die Ausgabenentwicklung etwas gedämpfter war in Deutschland als in anderen Ländern. Aber das hatte vornehmlich mit den Zinsausgaben zu tun. Die Ausgaben für Staatskonsum, für Staatstransfers und für staatliche Investitionen sind gestiegen. Bei den staatlichen Investitionen nur leicht. Also hier etwa der Vergleich zwischen Österreich, der Schweiz, Deutschland und der EU in Grau. Man sieht hier den deutschen Anstieg, der sehr moderat über die Zeit ist. Das ist also insofern in Prozent des Bruttoinlandsprodukts also schon ein Anstieg, aber eben in klein. Ja, die Transferausgaben sind stärker gestiegen. Ich lasse mal die Zinsentwicklung am aktuellen Rand weg und überspringe das. Wenn man sich fragt, was bestimmt eigentlich die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, dann ist die klassische Überlegung die, klassisch deswegen, weil man auf einen Aufsatz von 1944 zurückgreift, die klassische Überlegung ist die, dass das von wenigen Faktoren beeinflusst wird. Einerseits natürlich vom Schuldenstand, den man schon hat, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, deswegen die Schuldenquote. Andererseits spielen die Defizite eine Rolle. Für die Entwicklung über die Zeit ist aber entscheidend, und das sieht man jetzt schon so ein bisschen in den Abbildungen, die ich gezeigt habe, die Wirtschaftsentwicklung, also die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes, the challenges of growth, das ist der Punkt, aber auf der anderen Seite eben auch das Zinsniveau, dem man sich gegenüber sieht. Ja, das sind die entscheidenden Faktoren in der klassischen Betrachtung. Deswegen ist immer wieder im Zeitablauf gesagt worden, naja, wenn das Zinsniveau über der Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes liegt, dann kommt der Druck zur Konsolidierung. Wenn das Zinsniveau unter der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts liegt, ist es ein geringeres Problem, dann finanziert sich über das Wirtschaftswachstum die Verschuldung ein Stück weit selber. Ja? Die Idee ist, dass wenn das Zinsniveau niedriger ist als die Wachstumsrate, dann steigt der Nenner der Schuldenstandsquote, nämlich das Bruttoinlandsprodukt, stärker als der Zähler der Schuldenstandsquote, nämlich die Schulden. Ja, das ist die Idee dahinter. Ich habe hier Zahlen für Deutschland, reales Wachstum, realer Zinssatz über die Zeit gerechnet. Von 1870 bis 2016 weise ich es jetzt erstmal aus. Die aktuelle Entwicklung ist auf der Vorgrafik, aber nur um den Vergleich zu machen. Man sieht unterlegt in Blau immer Perioden, in denen der Zinssatz unter der Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes liegt. Zunächst mal im Goldstandard, dann in der Zwischenkriegszeit, dann in der Zeit bis 1980. Ab dann wird es allmählich auch schwieriger mit dem Wirtschaftswachstum und das sieht man dann in der rechten Grafik. Erst mit der Finanzkrise kommt für Deutschland die Situation, in der der Zinssatz klar unterhalb der Wachstumsrate liegt. Ja? Wenn man von der Betrachtung startet, ist der erste Schritt zu fragen, wenn wir in solchen Phasen drin sind, wie stark können wir eigentlich auf die Finanzmärkte vertrauen im Hinblick auf den Fortbestand eines bestimmten Regimes? Also Regime in dem Sinne, dass Wachstum höher als Zinssatz oder umgekehrt ist. Wir haben im Sachverständigenrat vor einigen Jahren ausgerechnet, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese vier großen europäischen Staaten von einem Regime ins andere gehen. Also entweder von einem Regime, in dem die Zinsen höher als das Wachstum sind in der Niedrigzinsphase, relativ zum Wachstum oder umgekehrt. Ja? Das ist berechnet in einem makroökonomischen Modell, das zwei Varianten hat. Das erste Szenario ist eines, in dem flexible Preise und Löhne unterstellt sind. Das zweite ist ein Szenario, in dem die Preise unflexibel sind. Also eigentlich eher ein Szenario, das eher der Realität im Euroraum entspricht. Also sowohl die Preise als auch die Löhne insbesondere sind nach unten unflexibel. Und dann errechnen sich die Wahrscheinlichkeiten einmal über den ganz langen Zeitraum und die verschiedenen Kriege hinweg. Das ist natürlich mit Strukturbrüchen versehen und dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was man sieht ist, dass man ja im Wesentlichen bei etwa
Ja, wir haben natürlich eine Bandbreite von 40-80% Wahrscheinlichkeiten. Aber die Daumenregel, die man immer wieder mal aus den Finanzmärkten hört, dass das Regime mit einer Wahrscheinlichkeit von 50-50 wechselt, ja, also sozusagen einem Münzwurf entspricht, das ist das, was wir im Wesentlichen hier sehen in diesen Berechnungen. Ja? Also mit anderen Worten, man kann sich, wenn man solide Finanzpolitik betreibt, nicht darauf verlassen, dass das Zinsniveau niedriger bleibt als die Wachstumsrate. Und das haben wir ja in der Vergangenheit in Schuldenkrisen immer wieder gesehen. Also beispielsweise auch hier mal eine Berechnung in einem makroökonomischen Modell, das auf einer Arbeit von 2012 beruht, die wir jetzt mit aktuelleren Daten nachgeschätzt haben. Da sieht man, wie selbst bei hohen, ja, sind alles immer hier Varianten mit unterschiedlichen Annahmen, aber man sieht hier, dass bei einer Staatsschuldenquote von 100% die Refinanzierungskosten relativ niedrig bleiben können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Zahlungsausfall kommt, dann ebenfalls relativ niedrig bleiben kann. Das kann sich aber von heute auf morgen ändern, wenn Neuigkeiten in das System hineinkommen. Also irgendwelche Veränderungen, die man vorher nicht erwartet hat auf Seiten der Finanzmärkte. Und dann kann sich das Regime sehr schnell ändern. Und es treten Gleichgewichte auf. Man redet meistens von multiplen Gleichgewichten in den Finanzmärkten. Es treten Gleichgewichte auf, dass sich immer mehr von der Risikoaversion abhängig Anleger aus dem Markt zurückziehen und eben die Staatsanleihen vom Kurs her billiger werden, vom Zinssatz her weiter nach oben gehen und irgendwann sind die Refinanzierungskosten zu hoch, dass es nicht weitergeht. Ja? Das ist der Fall, den man beobachten kann oder den man herausstellen kann, wenn es um die Zahlungsunfähigkeit von Ländern geht, die Umschuldungsnotwendigkeit. Das ist das, was Gerhard Schwarz eben in seinen einleitenden Worten so schön beschrieben hat, dass dann auf das Vermögen der das Vermögen oder das Einkommen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückgegriffen wird. Man kann natürlich sagen, unmittelbar ist dann, wenn ein Haircut stattfindet, also der Wert der, Anleihe reduziert wird bei einer Umschuldung, der Anleihegläubiger erst einmal dran. Und deswegen heißt er ja Gläubiger, weil er dann dran glauben muss. Ja? Und klar, das ist ein Vermögensverlust, der dann auftritt, also beim echten Haircut ganz eindeutig. Aber auch wenn es nur Veränderungen der Konditionen sind, der Zinsen und Laufzeiten, kann schon ein bestimmter Vermögensverlust auftreten. Das ist die eine Seite dessen, was passieren kann. Die andere Seite, die hat Gary Schwarz eben auch genannt, nämlich die Inflationsseite. Und das ist das, was wir in den jüngeren Jahren diskutiert sehen, nämlich das nennt sich Fiscal Theory of the Price Level, die fiskalische Theorie des Preisniveaus, die die Erwartungen auf den Finanzmärkten ins Spiel bringt und klar sagt, wenn wir ausschließen, dass eine Umschuldung stattfindet, dass es also nicht den Zahlungsausfall als solchen gibt, aber andererseits die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht da ist, dann erwarten die Finanzmarktteilnehmer, dass sich das über höhere Inflationsraten korrigiert im Zeitablauf. Höhere Inflationserwartungen heute bedeuten höhere Inflation heute. Ja? Und entweder hat man also bei unzureichender Tragfähigkeit die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Zahlungsausfall kommt, gesteigert und die Probleme, die damit auftreten, oder wir bekommen höhere Inflationsraten. Wenn man sich fragt, was heißt das verteilungspolitisch, also wer ist davon betroffen, ist es nur in erster Linie ein Unterschied. Wenn das Ganze durch das Wirtschaftssystem durch ist, wird es am Ende immer so sein, dass diejenigen mit den geringsten Einkommen am stärksten betroffen sind. Das ist bei der Inflationsrate unmittelbar einsichtig, aber auch bei der Umschuldung ist das am Ende so, weil nämlich dann die Fähigkeit vom Kapitalmarkt noch einmal zusätzliches Geld zu kriegen reduziert ist und man deswegen auch Einschnitte bei den Löhnen und Sozialtransfers vornehmen muss von staatlicher Seite und es deswegen auch Probleme auf der Seite gibt. Vor dem Hintergrund, gerade weil die Finanzmärkte zwar disziplinieren, ja, also nach dem schönen Bonmot von John Maynard Keynes ja durchaus rational bleiben können, ist das ja eine spezifische Rationalität, mit der man sich in einer Situation, in der zunächst die Tragfähigkeit da ist und die Refinanzierungskosten niedrig, aber aufgrund der Neuigkeiten im System, die reinkommen, plötzlich Sorgen auftreten, dann ziehen sich aus rationalen Gründen die Anleger zurück. Ja? Ganz vernünftig ist das. Aber es ist natürlich eine Rationalität, die dann dazu führt, dass der Zahlungsausfall auftritt. Dass also ein Staat sich nicht mehr refinanzieren kann und keinen Zugang mehr zum Kapitalmarkt hat. Das ist das Problem. Ja?
Also insofern ist es nicht die Irrationalität der Finanzmärkte. Es ist nur so, dass wir uns in der Finanzpolitik nicht darauf verlassen können, dass Fehler in der Finanzpolitik einfach in einer moderaten und kontinuierlichen Art und Weise von den Finanzmärkten sanktioniert werden, sondern sie werden zuweilen heftig sanktioniert. Und das führt dann eben zu solchen Zusammenbrüchen. Das ist das, was man wissen muss. Und von daher nähert sich die Rationalität von Schuldenregeln. Es gibt Schuldenregeln, die funktionieren, etwa in der Schweiz oder in Deutschland. Es gibt auch welche außerhalb dieser beiden deutschsprachigen Länder, etwa in Schweden oder gar in Brasilien. Wenn man genauer hinschaut, ist es eine Schuldenregel, die deutlich besser funktioniert. Ich bin tatsächlich am Schluss, hat funktioniert. Die besser funktionieren. Die europäischen Schuldenregeln funktionieren bisher nicht. Und zwar nicht so, wie man das häufig hört, dass sie rechtlich verletzt werden. Also im Grunde ein rechtlicher Verstoß gegen die europäischen Schuldenregeln stattfindet. Ja, man liest das manchmal in der Presse, ich habe es auch in der NZZ schon gelesen. Das ist nicht so. Und zwar deswegen nicht, weil diese Schuldenregeln auf europäischer Ebene so flexibel sind, dass es extrem schwer ist, dagegen zu verstoßen, rechtlich gesehen. Ja? Links sehen Sie die Einschätzung für Staaten mit hohen, mit mittelhohen und mit niedrigen Schuldenquoten. In die Einschätzung der Europäischen Kommission ex ante, wenn die Haushaltspläne vorgelegt werden müssen. Und dann sieht man sehr deutlich, dass dann typischerweise die hochverschuldeten Staaten sich nicht wirklich an die Vorgaben zu halten gedenken. Rechts sieht man für einen bestimmten Zeitraum, wenn man kann ihn nach vorne fortsetzen, dann findet man auch wenig Verstöße. Die rein formalen Verstöße gegen diese europäischen Regeln, ex post, also in den Stabilitätsprogrammen, da hat man 2018 mal einen Staat, bei dem das passiert ist. 2019 sind es mehrere, aber weil 2020 Corona kam, ist das nicht sanktioniert worden. Ja? Also da ist das zum ersten Mal richtig aufgetreten bei mehreren Staaten. Zuvor haben wir das ganz selten nur mal bei ausnahmsweise ein oder zwei Staaten gesehen. Wenn man das jetzt nur nimmt im Hinblick auf die numerischen Kriterien, dann sind die Verstöße viel, viel stärker. Und das bedeutet, aufgrund der hohen Flexibilität der europäischen Fiskalregeln sind die Restriktionen für die Mitgliedstaaten zu gering gewesen. Und jetzt werden wir sehen, ob die reformierten Regeln etwas anderes bringen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich angestrengt, in den europäischen Verhandlungen Mindeststandards zu verlangen und nicht einfach nur der Europäischen Kommission ihren diskretionären Spielraum zu lassen, den sie sowieso immer schon genutzt hat, um damit stärkere Restriktionen zu haben für die Staatsverschuldung. Aber es wird sich schon im nächsten Jahr zeigen müssen, was das eigentlich wert ist, weil wir im Moment schon sehen, dass Frankreich in Richtung 6% Defizit läuft. Also das ist im Moment die Lage in Europa. Okay. Damit bin ich am Schluss. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Danke.